wunderschöner Tag. Ich freue mich so. Ich hatte euch ja mal versprochen, mein Motorrad vorzustellen. Und dem möchte ich jetzt auch mal nachkommen. Ich habe leider immer noch kein Mikro. Ich hoffe, ihr könnt es hören. Das wäre wirklich toll. Wir fahren mal hier an die Seite ran. Ja, das ist meine Honda CBF 600 aus dem Baujahr 2004. Und ja, ist einfach eine Serienmaschine, aber ich muss mal sehen, ob ich da nochmal Kupplungs- und Bremshebel, denke ich, werde ich was machen, dass der andere rankommt. Mit der Maschine verbinde ich halt was Besonderes. Ihr werdet das nicht glauben, aber das war mal, das war meine Fahrschulmaschine, tatsächlich. Man sieht es auch noch, weil sie dort die Sturzbügel hat. Das seht ihr hier dran. Auf der anderen Seite auch. Und Leute, lacht mich einfach nicht aus, weil, da ist er. Ja, die Dinger haben meine Maschine und auch mir den Arsch gerettet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte vor gut 3,5 Wochen einen Umfaller, wo ich leider Gottes, ich bin von der Maschine abgestiegen. Das Problem war, dass ich mit dem Kopf nicht mehr bei der Sache war, der Motor war schon aus, dass ich mein Gewicht weiter rüber verlagert habe nach rechts und die Motorrad fahren oder auch die anderen wissen ja auch, links ist der Seitenständer und kippt die Maschine von einem weg über einen gewissen Grad hinaus, dann hat man keine Chance. Ne? Das Baby wiegt 185 Kilo, wenn die einen wegkippt, dann kann man nicht mehr viel machen. Nun hat sie ja die Sturzbügel und ich wollte sie trotzdem nicht rüberknallen lassen und habe mit aller Gewalt versucht, die Maschine hier am Lenker zu halten, mit meinem Gegengewicht dagegen anzustemmen. Ja, was ist passiert? Mein linkes Bein ist unter dem heißen Krümmer gelandet und ich habe wirklich schlimme Verbrennungen. Genau gesagt 3 Wunden, wobei eine davon sehr gut aussieht. 2 nicht so schön. Ich blende euch die noch ein. Wer das nicht sehen kann, das sage ich gleich, dann müsst ihr das Video stoppen. Nun lag ich da und ich hatte sogar meine Kombi an. Also Textil, keine Leder. Und das Problem war, dass ich ungefähr 5 bis 6 Minuten, bis ich mir selber Hilfe rufen konnte, unter der Maschine lag. Und mir übelste Verbrennung zugezogen habe. Und ich bin froh, Gott sei Dank, nicht in irgendwie Jeanshose oder kurze Hose gefahren zu sein. Leute, ich will nicht wissen, wie mein Bein das ausgesehen hätte. Ja, sowas kann passieren. Ich bin 3 Jahre jetzt am Fahren.